Und zwar in der Peucherbäckerei Die Lonas. 6 Lehrlinge, Michelle, Mulut, Julia, Alexander, Sarah und Nicole, durften an diesem Morgen den Teig gegen die Tasse Kaffee tauschen und es sich vor dem Fernseher gemütlich machen. Ihr Job? Den neuesten Simon-Film gucken, in dem sich der Fernsehstar im Rahmen der bundesweiten Image-Kampagne des Handwerks als Bäcker versucht. Die Frage an unsere wirklichen Lehrlinge lautete: Wie macht sich Simon in ihrem Beruf? Und sind seine Probleme, wie das frühe Aufstehen, bekannt? Um es vorwegzunehmen, der Film kam absolut klasse an. Und der reichhaltige Kaffeegenuss ist nicht weit von der Wirklichkeit entfernt. Simon meets Handwerk. Und Film ab, bitte. Fühlt ihr euch auch wie nach 2 Wochen Dschungelcamp? Nö, ich bin eigentlich fit. Juh, das bisschen Teichkneten, das kriege ich auch mit dem Matschchen hin. Elton moderiert so ganze Shows. Hallihallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Simon. Ich bin Frank Daubin. Oh, das riecht hier aber gut. Ja, das ist einer der Vorteile in der Bäckerei. Das Besondere am Produkt Brot ist, dass es eigentlich von jeher die Sinne des Menschen extrem anspricht. Der Duft von frischem Brot lockt eigentlich jeden Kunden in den Laden, weil der Appetit sofort angeregt wird. Was ist denn das Faszinierende am Beruf des Bäckers? Das Faszinierende am Beruf des Bäckers ist der Umgang mit den natürlichen Rohstoffen. Dass man die Möglichkeit hat, aus diesen Rohstoffen ein Produkt herzustellen, was im Grunde genommen wirklich gebraucht wird. Simon! Was? Brezel? Was? Also Simon, ich glaube, du hast ein bisschen wenig Schlaf gehabt. Wir sollten jetzt einfach mal einen Kaffee trinken gehen. Das frühe Aufstehen, das ist einfach gewöhnungsbedürftig nach sehr kurzer Zeit. Dann kommt man da sehr gut mit zurecht und man hat ja auch sehr viele Vorteile. Der Bäcker ist früh zu Hause, er kann einkaufen, wenn andere an der Schlange stehen. Jetzt gehe ich mal dahin, wo alles anfängt, nämlich zum Teigmacher Martin. Hallo Martin, guten Morgen. Und Simon. Du bist der Teigmacher. Ich bin der Teigmacher hier, richtig. Okay, ja, dann will ich euch jetzt mal einen richtig leckeren Teig zeigen. Dann kann ich dir ja schon mal meine beiden Lehrlinge vorstellen. Das ist die Charlotte. Hallo Charlotte, freut mich. Hallo. Das ist der Timo. Timo, freut mich, hi. Also wir werden jetzt erstmal das Weizenmehl hier reinwiegen. Das Mehl ist hier drin, das Gewicht stellen wir da mal ein, das ist automatisch. Aha, lass mal irgendwie was Eigenes machen, nicht so ein langweiliges Rezept. Verstehst du? Ein Gosi-Johann-Teig. So, irgendwie, weißt du? Ich bin kein Mathe-Genie. Mathematik ist halt wichtig. Muss man halt können als Bäcker, ansonsten ist man verloren. Die Rechnerei, die übernimmst du. Okay, da bist du mein Mann für. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen anpacken, Charlotte, oder? Wie lange rührt der jetzt? Der würde jetzt 9 Minuten rühren, 5 Minuten lang, schnell. Kaffeepause, Alter! Ja. Yes! Ich bin damals Bäcker geworden, weil meine Oma gesagt hat, werd was Anständiges irgendwo in der Lebensmittelbranche, dann hast du immer was zu essen. Mit einem guten Brötchen kann man gut Geld verdienen. So sehen die Tische auf Partys in der Medienbranche auch sehr oft aus. Nicht reingreifen, sondern mit dem Handballen reindrücken. Ist das so ein bisschen so wie melken? Da muss man so ein bisschen den richtigen Griff für kriegen. Ja, nur ohne Kuh. So, das ist rund. Aha, das ist auch rund. Okay. Pokal der Fußball-WM. Okay, nochmal. Mhm. Man hat halt zu einem bestimmten Grad Freiheit, wie man kreativ sein will. Und es gibt auch Tage, wie zum Beispiel Ostern oder so, wo man dann zum Beispiel Sachen herstellen kann, die auch gut aussehen. Was Simon gemacht hat, ist zwar auf seine Art kreativ gewesen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht besser kann. Obwohl, man könnte es vielleicht bei eBay versteigern. Ich habe jetzt einen Krampf auch, Martin. Ich muss mich mal ausruhen. Der Kaffeeautomat war da lang, ne? Was ist das hier für ein Schrott? Das ist meins. Das ist deins, ja. Okay. Form hat's ja keine. Noch keine stabile.
hast ja eben die Haare gefasst. Jetzt willst du das Brot anfassen. Ja. Das ist total unhygienisch. Na gut. Siehst du wohl. Ja. Sieht auch viel besser aus. Und jetzt wäsche ich erstmal die Hände. Und dann kannst du wieder weiterarbeiten. Gut, mach ich. Wow! Hot! 250 Grad. Ich setze das hier drauf. Und jetzt musst du das noch reinschieben. Ja. Wow! Jetzt müssen wir die Temperatur noch einstellen. Was ist das denn hier? Apollo 13 oder was? Ja, das ist ein hochtechnisierter Beruf mittlerweile mit ganz modernen Maschinen. Deswegen auch eine lange Lehrzeit. Denn von heute auf morgen lernst du das natürlich nicht. Ja, lass mich mal machen. Hier. Nee, Moment. Das ist wie mal. Meine Mikrowelle. Komm, lass das überhaupt mal ausgebildet und Bäcker machen. Oh, Simon. Was hast du jetzt wieder gemacht? Sollen wir mal ein Häuschen machen? Ja, man muss halt schon wissen, was man tut. Das lernt man halt in der Ausbildung. Und man kann halt nicht einfach jetzt irgendwas eintippen und dann gucken, was passiert. Mit Glück kommt was Gutes raus. Wo ist denn Simon? Habt ihr Simon gesehen? Nee, keine Ahnung. Der soll doch den Ofen. Simon! Der soll Simon. Die Brote aus dem Ofen holen. Hier. Simon, aufstehen! Die Brote müssen noch in den Verkauf von dir. Sie sollen verkauft werden. Ganz wichtig, die müssen verkauft werden. Wie geht das denn? Ich habe schon mir das alles überlegt. Aha, okay. Da machen wir mal Tempo hin. So, Simon, dann komm mal mit in den Laden. Das Warten hat ein Ende. Jetzt halt dich mal fest, guck dir mal das Hammerteil an. Hab ich gebacken. Oh, toll. Simon, Spezial, rustikal, sag nichts. Simon, das Brot sieht nicht ganz so toll aus. Das sagst du. Ich sag immer Optik before Performance. Vielleicht hast du ja Glück und es kauft jemand. Der Simon hat sich sehr bemüht, er war sehr von sich überzeugt. Ich glaube, wir konnten ihn eines Besseren belehren, dass das Backen nicht von sofort und von alleine kommt, sondern dass das schon ein Ausbildungsberuf ist, der sehr viele Inhalte hat. Simon, Simon. Mach werden. Simon, ja. Hallo. So, alles klar. Wir müssen jetzt verkaufen. Es ist Feierabend, Simon. Es ist jetzt 11:30 Uhr. Und dein Bäcker hat viel Feierabend. Das hast du dir auch verdient heute. Und dadurch, dass wir jetzt nach Hause gehen. Jetzt schon? Wow. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Ist ein toller Job, Bäcker. Halt! Na? Was ist mit meinem Brot? Simon, das habe ich hier noch liegen. Aber wir haben ja auch noch nicht Feierabend. Okay. Na? Ja, dann nehme ich noch ein Brot mit. Ja. Simons Spezialrustikal, ja, habe ich gehört, soll gut sein. Ja. Ich meine, ich habe eigentlich alles vergeigt und trotzdem ist was dabei rumgekommen, oder? Das spricht doch für sich. Bis dann. Tschüss. Soweit, so gut. Und wie kommt nun Simon bei unseren Bäckerlehrlingen an? Ja, doch, der war eigentlich. Er hat es versucht, ne? Er war ein bisschen torpisch, aber. Es ist halt nicht so einfach, ne? Aber so als erster Tag hatten sich gut gemeistert. Das frühe Aufstehen, ein Problem, das unsere Lehrlinge kennen? Ja, ab und zu fällt es mir selbst auch noch schwer, morgen aufzustehen. Aus Gewöhnungssache. Ich denke, wenn ihr öfters arbeiten geht, dann passt das schon. Bleibt die Frage nach dem übermäßigen Kaffeekonsum. Wie viel Kaffee braucht ein Bäckerlehrling, bis er auf Betriebstemperatur ist? Ja, ich würde sagen, so ziemlich über den ganzen Tag verteilt. 4 bis 5 Tassen. Keine Kannen, Tassen. Simon kann also, sollte es mit der Fernsehlaufbahn nicht mehr recht klappen, auch im Handwerk Karriere machen. Unsere Polcher-Bäckerlehrlinge jedenfalls freuen sich auf ihren neuen Kollegen und über eine klasse Image-Kampagne.